Einen schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hohen Haus, heute mit diesen Themen. Reparatursitzung, Budgetrahmen muss doppelt beschlossen werden. Im Studio ist Doris Bures, SPÖ-Vize und zweite Nationalratspräsidentin. Ärger über Blockierer, heftige Kritik des EU-Parlaments an Ungarn und Polen. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Das hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zur Panne bei der Beschlussfassung des Finanzrahmengesetzes vorige Woche gesagt. Eine Unterschrift wurde als zwei Unterschriften gelesen. Dadurch konnte ein Antrag nicht korrekt eingebracht werden. Was dann folgte, war ein mühsames Prozedere bis zur Reparatur des Gesetzes in einer extra einberufenen Sondersitzung diese Woche. Die Geschäftsordnung des Nationalrats ist in den vergangenen Jahrzehnten immer umfangreicher geworden. Die Fehlerquellen dadurch häufiger. Markus Blecher mit einer Zusammenfassung und einem Blick zurück. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Und wer auch in dritter Lesung dafür ist, dem vorliegenden Gesetzesentwurf die Zustimmung zu geben, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Mehrheit und damit ist der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Das war am Donnerstag voriger Woche im Nationalrat. Das Finanzrahmengesetz wurde nur mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen. So dachte man. Doch dann wurde ein Fehler entdeckt. Genau eine Woche später heißt es: Ich muss mich wirklich entschuldigen für diesen Lapsus. Was war passiert? Ein Abänderungsantrag zum Finanzrahmengesetz wurde statt von den geforderten 5 nur von 4 Abgeordneten unterschrieben. Der ÖVP-Abgeordnete Obernosterer hat hinter seiner Unterschrift noch seinen Vornamen Gabriel gesetzt. Ich unterschreibe, seit ich unterschreibe, mit Obernosterer und Gabriel. Und das wurde weitergeleitet und man hat dann geglaubt, jetzt ist die 5. Unterschrift auch drauf, weil eben Obernosterer und Gabriel doppelt gezählt ist worden. Tatsächlich waren auf diesem Antrag nun aber nur die Unterschriften von 4 Abgeordneten. Eine Sondersitzung war also notwendig, in der noch einmal debattiert und abgestimmt werden muss. Die Opposition nützt die Gelegenheit, um zu sticheln. Warum ist diese heutige Sondersitzung erforderlich? Weil wir einen Formalfehler reparieren müssen. Einen Fehler, das letzte Glied in einer langen Fehlerkette, die wir bis dato erleben mussten. Die Frau Klubobfrau der Grünen hat, als das rausgekommen ist, auf Twitter geschrieben: Für alle Geschäftsordnungsnerds eine spannende Geschichte, ansonsten aber völlig unaufregend. Und Frau Kollegin Maurer, da geht es nicht um Geschäftsordnungsnerd, es geht darum, ob Beschlüsse des Nationalrats ordnungsgemäß zustande kommen. Und das ist nicht für Nerds, das sind die Regeln, die wir hier uns gemeinsam gegeben haben, wie dieses Parlament funktioniert. Wenn Sie, sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP, sprechen von einem Formalfehler. Wenn ein Bürger bei der Covid-Hilfe solche Formalfehler macht, dann kriegt er nichts. Wenn ein Bürger beim Finanzamt solche Formalfehler macht wie Sie, dann kriegt er Strafe. Auf den Punkt gemacht, wenn die Bevölkerung, die Bürger rund um Finanzen und Budget so haushalten und wirtschaften wie Sie, dann gehen Sie bankrott. Die Regierungsparteien versuchen zu beschwichtigen. Es ist ein Formalfehler passiert, kein inhaltlicher Fehler. Und was aus dieser Sitzung inhaltlich gemacht wird, wird sich jeder zu Hause vor den Fernsehschirmen sein Bild davon machen. Auch ich möchte gleich zu Beginn festhalten, dass ich es bedauere, dass uns dieser Formalfehler unterlaufen ist und dass es zu dieser zusätzlichen Sondersitzung kommen hat müssen. Ich möchte mich aber bei dieser Gelegenheit auch beim Rechts- und Legislativdienst des Parlaments bedanken, der uns bei der Erklärung der zu wählenden Vorgangsweise für die Reparatur sehr hilfreich zur Seite gestanden ist. Entdeckt wurde der Formalfehler zwar vom Legislativdienst des Parlaments, in die Öffentlichkeit gebracht wurde er von dem SPÖ-Abgeordneten Kai-Jan Kreiner. Erst im letzten Mai bei der Finanzdebatte über das wegen der Corona-Krise erneuerte Budget für 2020 deckte der SPÖ-Abgeordnete einen schweren Fehler auf. 6 Nullen haben damals im Antrag gefehlt. Dort fehlt nämlich ein Hinweis, nämlich Beträge in Millionen Euro. Das steht leider nicht dort. Und deswegen steht einfach die Zahl, die hier steht. Und das sind 102.000 Euro und nicht 102 Milliarden. Die Regierungsparteien waren fassungslos. Die Opposition jubelte. Diese beiden Hopperlas der türkis-grünen Regierung aus diesem Jahr sind aber keine Premieren im Parlament. Der ein oder andere Fehler hat sich bereits in früheren Legislaturperioden eingeschlichen. Es gab einen Fall bei einem Rechnungshofbericht,
da wurde nicht abgestimmt zum richtigen Zeitpunkt. Die Abstimmung wurde ja dann viel später nachgeholt, was auch nicht gesetzeskonform gewesen wäre. Bei einer namentlichen Abstimmung hat einmal ein Mandatar zwei Stimmzettel abgegeben. Ein weiterer Fall war bei einer namentlichen Abstimmung, dass ein Abgeordneter auch den Stimmzettel seines Nachbarn mitgenommen hat und in die geworfen hat. Also es gibt zahlreiche Fälle in dieser Hinsicht, die immer wieder auftauchen. Nur in der Vergangenheit ist man eigentlich darüber gegangen, jetzt ist es halt öffentlich. Ein besonders gravierender Fall ereignet sich 2001. Damals hat der Verfassungsgerichtshof das fehlerhaft zustande gekommene Pensionsreformgesetz aufgehoben. Es war eine ähnliche Situation. Damals wurde ein Abänderungsantrag nicht zum richtigen Zeitpunkt eingebracht. Und das hat geheißen, das war nicht verfassungskonform und daher hebe ich es auf. Und es wäre genauso die Gefahr in dem Moment gewesen oder diesmal der Fall gewesen, dass selbst wenn der Bundespräsident beurkundet, der VfGH es aufgrund einer Anfechtung aufhebt. In den letzten Jahrzehnten ist das Nationalratsgeschäftsordnungsgesetz 20 Mal novelliert worden. Ich habe im Jahr 1980 einen Kommentar herausgegeben über die Geschäftsordnung, der hatte 250 Seiten. Vor wenigen Wochen habe ich die vierte Auflage herausgegeben und die hat fast 1200 Seiten. Ja, also man sieht, es hat sich multipliziert. Also das heißt auf Deutsch gesagt, je mehr gesetzliche Bestimmungen, desto mehr Möglichkeiten, gegen sie zu verstoßen. Hätte man die Panne von letzter Woche verhindern können? Zum Beispiel durch einen Raster oder Tabellen für die notwendigen Unterschriften auf dem Antragsformular? Grundsätzlich ist die Idee ganz gut, nur gerade bei Abänderungsanträgen, die werden sehr schnell eingebracht. Ja. Ich halte die Lösung besser, dass man hergeht und unter der Unterschrift den Namen in Blockbuchstaben dazufügt, entweder durch die Clubsekretäre oder durch die Abgeordneten selber. Ende gut, alles gut. Diese Woche konnte das Finanzrahmengesetz letztendlich repariert und beschlossen werden. Auch hier die Mehrheit und damit ist der Gesetzesentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Und aus unserem Interviewstudio zugeschaltet ist uns jetzt Doris Bures, stellvertretende Bundesparteivorsitzende der SPÖ und zweite Nationalratspräsidentin. Schönen guten Tag, Frau Bures. Einen schönen guten Tag. Die SPÖ hat die Abstimmungspanne als Pfusch der Regierung bezeichnet. Nationalratspräsident Sobotka hat die Schuld auf sich genommen. Sie sind selbst Nationalratspräsidentin. Könnte Ihnen so ein Fehler nicht passieren? Natürlich kann jedem ein Fehler passieren. Die Fragen, die sich stellen, ist erstens einmal, wenn ein Fehler passiert, wie gehen wir damit um? Und wir müssen darauf achten, dass so ein Fehler nachher auch so korrigiert wird, dass das verfassungsmäßige Zustandekommen eines Gesetzes nicht in Zweifel gezogen werden. Und das Zweite ist natürlich, dass es darum geht, das alles zu unternehmen, ist, dass die Fehleranfälligkeit reduziert wird. Und wenn wir Gesetze nicht sorgsam überprüfen, wenn wir keine Beratung im Parlament durchführen, wenn wir keine Begutachtungen durchführen, wo wir Expertinnen und Experten auch einladen, mitzureden bei der Gesetzgebung, dann ist die Fehleranfälligkeit höher und die Qualität der Gesetzgeber leider geringer. Und deshalb denke ich mir, hat das Parlament in Krisensituationen rasch zu reagieren. Aber es gibt viele parlamentarische Entscheidungen, wo man sich die Zeit nehmen soll, auch sorgsam und verfassungskonform diese im Parlament vorzubereiten. Aber ist das nicht jetzt eh passiert? Der Fehler wurde ja behoben. Das war notwendig und richtig. Also wie gesagt, es können Fehler passieren. Sie müssen verfassungskonform nachher in der Gesetzwerdung wiederhergestellt werden. Und wir sollten nicht Gesetze ohne Zeitdruck, ohne Not hier in Gefahr laufen, dass massive Fehler passieren. Wenn wir im Parlament ein Gesetz beschließen, so wie bei der letzten Sitzung, wo Abänderungen knapp vor den Abstimmungen kommen, wenn wir ein Gesetz beschließen, das erst 2022 in Kraft tritt und massive Veränderungen in einem Gesetzeswerk mit sich bringt, dann sehe ich keinen Grund, warum wir das nicht in einem Ausschuss beraten können, warum wir nicht auch Expertinnen und Experten, die Zivilgesellschaft in einem Begutachtungsverfahren einladen. Also ich plädiere dafür, dass wir diesen Gesetzwerdungsprozess mit weniger Fehlern und mit mehr Sorgfalt und dadurch mit der großen Chance, auch eine bessere Qualität zu erreichen, in Zukunft durchführen. Das heißt, Sie sagen, Türkis-Grün ist da zu schnell unterwegs?
Oder Husch-Pfusch? Oder? Na, ich habe Ihnen zwei Beispiele. Also der Fehler, der passiert ist, ist deshalb unter anderem passiert, weil wenige Minuten vor der Abstimmung ein Abänderungsantrag gekommen ist. Da ist das für das Haus und auch für den Präsidenten ganz schwierig, in so kurzer Zeit diese notwendigen Überprüfungen vorzunehmen. Und das Parlament hat bewiesen, gerade zu Beginn der Corona-Krise, dass wir ganz schnell reagieren, damit auch Maßnahmen gesetzt werden, um gegen diese Krise zu wirken. Das ist wichtig. Aber es ist nicht notwendig, Gesetze ohne Ausschuss, ohne Expertinnen und Experten, ohne Begutachtung durch das Parlament zu bringen, die in 1,5 Jahren, in 2 Jahren erst in Kraft treten. Da gibt es keine Notwendigkeit und ich kenne auch kein Argument. Man soll den Gesetzwerdungsprozess, der so gut aufgesetzt ist, auch so einhalten. Es ist am Ende für alle, die dieses Gesetz auch anwenden müssen, besser. Frau Burres, was jetzt gerade heftig diskutiert wird, ist, ob die Ski- und Wintersaison stattfinden kann. Also die Schulen haben Fernunterricht, man kann nicht ins Restaurant gehen, man kann nicht ins Theater gehen, man kann nicht einmal Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen. Aber die Regierung will offenbar, dass die Weihnachtssaison stattfindet, dass die Lifte öffnen, dass man Skifahren gehen kann. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Ja, das Erste ist natürlich, dass das von den Zahlen abhängig ist. Das ist nicht eine Frage, was man gern hätte, weil ich möchte keine Regelungen, die Grund- und Freiheitsrechte von Menschen einschränken. Aber wenn die Zahlen so sind, dann müssen wir Maßnahmen treffen. Und daher kann ich Ihnen sagen, ich möchte sehr gerne Skifahren gehen im Winter. Ich bin eine leidenschaftliche Skifahrerin. Aber es ist erstens einmal davon abhängig, wie sich die Corona-Zahlen in Österreich weiterentwickeln. Und es ist natürlich auch die Frage, ob wir genug Vertrauen gewinnen können mit den Maßnahmen, die die Tourismuswirtschaft auch setzt. Also man muss vertrauen können mit allen Maßnahmen, die notwendig sind, auch wenn wir im Winter Ski laufen können, dass es nicht ein neuer Infektionscluster entsteht. Es ist entstanden beim Skifahren, deshalb glaube ich, muss man da noch sensibler und noch genauer hinschauen. Ministerin Köstinger hat gesagt, sie möchte das selbst entscheiden. Sind Sie dafür, dass es da eine EU-weite Regelung gibt? Also ich bin dafür, dass wir ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis haben, ob das Italien, ob das Slowenien, ob das Deutschland ist. Und ich glaube, dass die Ministerin oder der Bundeskanzler um Vertrauen werben muss bei unseren Nachbarn. Wir haben enge wirtschaftliche Beziehungen. Wir wissen, im Tourismus spielen die Deutschen eine ganz wesentliche Rolle. Und daher müssen wir beweisen, dass wir Maßnahmen setzen, um alles zu unternehmen, dass auch wenn wir die Freizeitwirtschaft wieder eröffnen und das Skifahren möglich ist, die Sicherheitsvorkehrungen so sind, dass es nicht wieder zu einem massiven Cluster und zu einer massiven Erhöhung der Zahlen kommt. Also es geht darum, dass bilaterale Gespräche geführt werden. Der Minister Söder, glaube ich, hat ein gutes Verhältnis zum Bundeskanzler. Ich glaube, es wäre gut, wenn man hier vertrauensvolle Gespräche führt. Aber ganz kurze Antwort bitte, EU-weite Regelung, ja oder nein? Ja, wir werden gemeinsam darüber diskutieren müssen, wie wir damit umgehen. Wir haben ja in der Pandemie viele gemeinsame Fragen, aber ich kann Ihnen sagen, entscheidend sind die Zahlen. Ich hoffe, dass sie in Österreich sinken und ich hoffe, dass alle Familien, die gerne Skifahren gehen können und Skifahren wollen, das auch in Zukunft können. Und ich bin nicht dafür, dass man da mit gegenseitigen Schuldzuweisungen umgeht, sondern dass es unsere Aufgabe, die Aufgabe der Regierung ist, bei unseren Nachbarländern um Vertrauen zu werben. Und dann wäre es gut, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich möchte noch zum Ibiza-U-Ausschuss kommen. Sie haben vergangene Woche den U-Ausschuss als Vertretung von Wolfgang Sobotka geleitet. Es ging aber dann an seinem Vorsitztag auch wieder ums Alois-Mock-Institut. Ist Wolfgang Sobotka Ihrer Meinung nach befangen? Wolfgang Sobotka hat beim BVD-Untersuchungsausschuss sich als befangen erklärt. Also jeder Vorsitzende hat die Möglichkeit, selbst zu sagen, bin ich involviert in dem Untersuchungsgegenstand, ist es gut, den selbst zu leiten oder nicht. Das ist in der Eigenverantwortung jedes Vorsitzführenden. Aber wir haben diesen Untersuchungsausschuss unter diesen Regelungen seit über 6 Jahren. Es haben 4 Themenausschüsse auch stattgefunden. Das ist eines der höchsten Kontrollinstrumente, die das Parlament hat. Und ich glaube, es waren so zwischen 8 und 10 Abgeordnete oder Präsidenten, die einen Untersuchungsausschuss geleitet haben. Und wir hatten nie eine Diskussion darüber. Jetzt ist es eine neue Diskussion, aber wie
man damit umgeht, das beantwortet am Ende der Präsident selbst, weil nur er kann wissen, ob er involviert ist oder nicht. Aber trotzdem noch mal ganz kurz die Frage und bitte mit Ja oder Nein. Ist es für Sie in Ordnung, wenn er den Ausschussvorsitz weiterführt? Das ist deshalb mit Ja oder Nein nicht zu beantworten, weil ich nicht weiß, was der Präsident Sobotka weiß. Nur er kann beantworten, ob er sich befangen fühlt oder nicht. Wir hatten das Problem noch nie. Wie gesagt, wir hatten zwischen 8 und 10 Vorsitzende von Untersuchungsausschüssen und es war nie eine Diskussion, dass das ein Problem wäre, weil man sich für befangen erklären kann. Er hat von dem Recht einmal auch schon Gebrauch gemacht. Ob er es jetzt tut, das liegt an ihm und da gibt es keine Regelung und auch keinen Zuruf von mir. Frau Burres, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir müssen leider an dieser Stelle schließen. Dankeschön. Schönen ersten Adventssonntag. Dankeschön Ihnen auch. Ja, Pannen, die gibt es nicht nur beim Budget, auch etwa ein Teil der FFP2-Masken, die das Gesundheitsministerium vor allem für das Personal in Alten- und Pflegeheimen vorgesehen hat, entsprechen nicht den Sicherheitsstandards. Das hat die ZIP2 kürzlich berichtet. Aber das ist längst nicht das einzige Problem, das es in den Betreuungseinrichtungen gibt. Schon seit Oktober stammt mehr als die Hälfte aller Covid-Toten eben aus Alten- und Pflegeheimen. Das Ziel, die Risikogruppen besonders zu schützen, scheint missglückt. Susanne Däubel. Margarete Wapper lebt seit mehr als 4 Jahren im Alten- und Pflegeheim Schönbrunn und fühlt sich hier sehr wohl. Corona war für sie und alle anderen im Haus eine große Umstellung. Wir durften nicht mehr ins Wohnzimmer und Besucher war verboten. Das war ganz schlimm für die anderen. Und was war noch? Ja, dass wir nicht mehr aus dem Zimmer durften. Ne? Diese besonders strengen Maßnahmen gab es hier nach den ersten positiven Fällen Anfang Oktober, bis alle Bewohner getestet waren. Inzwischen hat es sogar einen Todesfall gegeben. Für das Personal ist das Virus eine große Herausforderung und immer wieder eine Gratwanderung zwischen Sicherheit und Freiheitsbeschränkung. Eine klare Teststrategie gibt es bei der Caritas erst seit rund 1,5 Monaten. Ein Pilotprojekt der Erzdiözese und der Stadt Wien. Es wurde auch herausgefunden bzw. recherchiert, dass eher die Mitarbeiter diejenigen sind, die das ins Haus mit reinbringen, also das Personal. Und dadurch testen wir eben jetzt 2-mal in der Woche. Eine klare Vorgabe des Gesundheitsministeriums gibt es erst seit 1. November. Seither muss nicht nur das Personal regelmäßig getestet werden, sondern auch Besucherinnen. Trotzdem gibt es Bundesländer, die auch ohne Anlassfall ganze Häuser schließen. Nicht nur, dass niemand auf Besuch darf, die Bewohner dürfen auch nicht mehr hinaus. Bei der Bewohnervertretung, die dafür da ist, Freiheitsbeschränkungen auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen, laufen schon seit März die Telefone heiß. In den ersten Monaten war es wirklich so, dass die Einrichtungen versperrt waren. Sicher nicht jede Einrichtung, aber sehr, sehr viele. Und wir wissen auch jetzt wieder von Einrichtungen, die seit November gesperrt sind. Es gibt Personen, die, wenn sie rausgegangen sind, dann eben unter Quarantäne gestellt wurden, unter so eine vorsorgliche Zimmerisolierung, die keine Rechtsgrundlage hat, die überschießend ist und die einfach nicht zulässig ist. Das geht nicht. Ein Beispiel, ein Bewohner, der eben auch aufs Zimmer isoliert wurde. Es kann sein, dass er Schadenersatz geltend macht für die Zeit, wo er eingesperrt ist. Er hat es auch wirklich so geschildert, dass er gesagt hat, ich fühle mich wie im Gefängnis. Die Verordnungen einzelner Bundesländer wie beispielsweise Oberösterreich und Kärnten gehen weit über das hinaus, was bundesweit im 2. Lockdown vom Gesundheitsministerium geregelt ist, kritisiert auch die Volksanwaltschaft. Grundsätzlich ist das Aufgabe der Länder, aber in Zeiten der Pandemie ist es Aufgabe des Ministeriums. Und es ist logisch und nachvollziehbar, dass wenn man einen Lockdown hat, der österreichweit gilt, wegen eines Vorfalls, der österreichweit gleich ist, dass man dann auch zentrale Regelungen macht. Und es gibt jetzt zentrale Besuchsregelungen in der Verordnung. Und wie gesagt, das ist gut so. Und ich würde den Ländern nicht raten, da extra Regelungen zu machen, sondern es soll bundesweit dasselbe gelten. Laut bundesweiter Verordnung ist bis zum Ende des 2. Lockdowns jeweils ein Besucher pro Woche erlaubt. Dieser soll negativ getestet sein oder einen Mund- und Nasenschutz tragen. Für Verwirrung vor allem beim Personal sorgt, dass in der Verordnung auch steht, dass Personen im Pflegebereich auch dann arbeiten dürfen, wenn sie positiv getestet sind, solange ihr CT-Wert höher als 30 ist und sie nicht infektiös sind. Bei der Caritas geht man lieber auf Nummer sicher.
Wir machen das nicht. Bei uns arbeitet kein positiver Mitarbeiter, wie es die anderen machen. Da habe ich keinen Einblick, aber in der Caritas ist sowas derzeit nicht anzudenken. Wir fragen den Experten des AKHs in Wien. Dort wird das schon längst so gehandhabt, um sicherzustellen, dass genügend Personal vorhanden ist. Ich gebe Ihnen recht, wenn man das nicht korrekt kommuniziert, dann kann das Verunsicherung hervorrufen. Aber es ruft dann nicht nur bei den Mitarbeitern Verunsicherung hervor, sondern wahrscheinlich auch bei den Patienten oder bei den Personen, die von uns betreut werden, auch in Altersheimen oder Pflegeheimen. Wenn es dann heißt, ein Positiver pflegt mich, dem ist ja nicht so. Er ist labortechnisch positiv, aber er ist nicht infektiologisch positiv. Das muss man unterscheiden. Dafür ist allerdings immer ein zweiter Test erforderlich, damit klar ist, dass man nicht am Beginn der Krankheit steht, sondern sie ausgeheilt ist und man niemanden mehr anstecken kann. Die normale Bevölkerung wird ja nach der Quarantäne nicht mehr getestet, sondern da geht man davon aus, dass nach 10 Tagen, wenn man 48 Stunden gesund ist, symptomfrei ist, keine Fieber mehr hat und dergleichen, gesund ist. Das ist nur für jene Berufe gedacht, also medizinische Berufe im Gesundheitsbereich, weil hier sozusagen eine höhere Anforderung besteht, um zu verhindern, dass es wieder erwarten doch zu einer Übertragung vom Mitarbeiter auf den Patient kommt. Eine Teststrategie, die man sich die längste Zeit in Alten- und Pflegeheimen nur wünschen konnte, kritisiert die Volksanwaltschaft. Es war auch für uns nicht verständlich, warum man beispielsweise ganze Fußballteams durchgetestet hat, aber keine Tests übrig hatte für das Pflegepersonal bei Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dort war man vor allem die ersten Monate der Pandemie oft ziemlich überfordert und allein gelassen. Es war nicht einfach, besonders weil es nicht diese Regeln vom Ministerium ausgab einfach. Grundsätzlich gilt, was die Bevölkerung darf, das dürfen auch Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Ein alter Mensch, egal ob er zu Hause lebt oder in einer Pflegeeinrichtung oder Behinderteneinrichtung, für ihn gelten die gleichen Auflagen wie für die anderen. Das heißt, er darf auch das Haus verlassen, die Wohnung verlassen, zum Einkaufen gehen, um sich sportlich zu betätigen oder einen Spaziergang zu machen. Bei der Caritas hat sich inzwischen einiges eingespielt. Trotzdem wünscht sich Margarete Wapper vor allem eines. Dass das Corona bald aufhört, dass nicht wieder so ein Lockdown kommt. Weil jetzt ist bis 6. Dezember angeblich. Und was dann wieder ist, weiß man nicht. Und das, die Ungewissheit macht mich fertig. Sagt sie und spricht damit sicher vielen aus der Seele. Polen und Ungarn kristallisieren sich ja des Öfteren als Sorgenkinder der EU heraus. Aktuell blockieren die beiden Länder das EU-Budget der nächsten Jahre und die Corona-Hilfsmilliarden, auf die gerade Italien und Spanien dringend warten. Sie protestieren damit gegen den geplanten Rechtsstaatshebel. Der soll nämlich EU-Fördergeld kürzen, wenn Länder gegen den Rechtsstaat verstoßen. Aber die Mehrheit des EU-Parlaments und die meisten EU-Länder beharren auf diesen Hebel. Es gehe darum, EU-Werte zu schützen. Und gerade Polen entferne sich immer weiter davon. Aus Brüssel, Raffaella Scheidreiter. Anne-Sophie. Bedrückende Minuten im EU-Parlament. Die Europaabgeordnete Manon Aubry liest Namen französischer Frauen vor. Janine. Ihre Partner oder Ex-Partner haben sie heuer getötet. André, 81 ans. Am Mittwoch begeht auch das EU-Parlament den Internationalen Tag für das Ende der Gewalt gegen Frauen. Der EU-Parlamentspräsident trägt das Symbol, die weiße Schleife. Gefordert wird mehr Schutz von Frauen und mehr Schutz von Frauenrechten, womit besorgte Blicke nach Polen gehen. Das Land erlebt die größten Proteste seit den 1980er Jahren. Grund ist das de facto Abtreibungsverbot. Proteste, die in Brüssel gehört werden. All my admiration, my love and my solidarity. Meine Bewunderung, Liebe und Solidarität all jenen, die in Polen auf die Straße gehen. Our bodies, our rights. Unsere Körper, unsere Rechte in Polen und anderswo. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner trägt das Logo der polnischen Protestbewegung. Das Abtreibungsverbot zeige, wie weit sich die polnischen Machthaber von europäischen Normen entfernen, sagt sie. Die Rechte von Frauen zu beschneiden, die Rechte von Journalisten und Journalistinnen zu beschneiden und die Rechtsstaatlichkeit zu beschneiden, das sind die typischen Symptome von Ländern, die in
autoritäre Regime abgleiten. Das heißt, hier ist eindeutig ein Zusammenhang zu sehen. Das sehen wir in allen vergleichbaren Ländern. Und deshalb ist dieser Aufschrei noch viel mehr. Völlig anders interpretiert das der EU-Abgeordnete der polnischen Regierungspartei PiS. Die EU mische sich wieder einmal in nationale Angelegenheiten ein und der geplante Rechtsstaatshebel solle Polen wegen dieser abweichenden Meinungen bestrafen. Es ist tatsächlich so, dass wir sehen, also gewisse Tendenz, auch zum Beispiel in diesem Haus, in diesem Parlament, wo sehr radikale Ansichten hier vorherrschen und man versucht, diese durch Recht, auch durch europäisches Recht, diese Lösungen aufzuzwingen auf Mitgliedstaaten, ohne zum Beispiel Prinzip der Subsidiarität zu beachten. Es gehe nicht darum, andere Meinungen zu sanktionieren, kontern Kritiker. Seit Jahren stehen die nationalkonservativen Regierungen in Ungarn und Polen an dem Pranger, weil sie die unabhängige Justiz demolieren oder kritische Medien ausschalten. Finden Sie eine Lösung, aber opfern Sie nicht den Rechtsstaatsmechanismus. Wer jetzt vor Orbán einknickt, wird die EU auf Jahrzehnte schwächen. Ein Appell gerichtet an die EU-Staats- und Regierungschefs. Bis zu ihrem EU-Gipfel in 2 Wochen soll eine Lösung im Budgetstreit her. Der Rechtsstaatshebel soll EU-Fördergeld kürzen, bei Verstößen gegen den Rechtsstaat. Aus Protest blockieren Ungarns und Polens Regierungschefs das EU-Budget der nächsten Jahre und die Corona-Hilfsmilliarden von in Summe 1,8 Billionen Euro. Ihr Veto bekräftigen sie bei einem Treffen am Donnerstag. Zu den wenigen, die im Brüsseler EU-Parlament dafür Verständnis haben, zählt der FPÖ-Delegationsleiter. Er will einen Vergleich ziehen. Bei der Türkei weiß man, kaum wer anderer verletzt so viel an Menschenrechten, an Demokratie, geht derart schändlich mit Minderheiten um, wird aber trotzdem als Beitrittskandidat gehalten. Da sagt man nichts, aber gegen 2 wertvolle Mitglieder der europäischen Völkerfamilie, die Ungarn und die Polen, wird hier etwas in Stellung gebracht, nur weil beide in der Migrationsdebatte andere Zugänge haben. Vor den EU-Abgeordneten appelliert die EU-Kommissionspräsidentin an die beiden Blockierer einzulenken. Ihr Angebot, jeder könne klagen, sollte er sich von dem Rechtsstaatshebel ungerecht behandelt fühlen. Er kann vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und die neuen Regeln auf Herz und Nieren prüfen lassen. Das ist der Ort, an dem wir üblicherweise Meinungsverschiedenheiten über Rechtstexte auslegen. Und nicht zulasten von Millionen Europäerinnen und Europäern, die dringend auf unsere Hilfe warten. Wir sind ihnen eine rasche Antwort schuldig. Unwahrscheinlich, dass Orbán und Morawiecki auf dieses Angebot eingehen. Sie isolieren sich zunehmend. Dazu verbale Ausritte von Tamás Deutsch. Der EU-Abgeordnete von Orbáns Fidesz-Partei vergleicht Befürworter des Rechtsstaatshebels mit der Gestapo und dem stalinistischen Geheimdienst. Es reicht, tönt es aus der Europäischen Volkspartei, in der die Fidesz beheimatet ist. Sollte Herr Orbán und Fidesz weiterhin die Europäische Union als Ganzes in Geiselhaft nehmen, dann muss er aus der Europäischen Volkspartei ausgeschlossen werden, weil es kann nicht sein, dass bei uns jemand Mitglied ist, der sich nicht an das Recht, an die Werte und an demokratische Entscheidungen halten wird. Wie lange die Regierungschefs aus Polen und Ungarn die Budgetblockade halten, unklar. Zählen doch gerade sie zu den größten Profiteuren von EU-Geld aus Brüssel, weshalb die Orbán-Kritikerin der ungarischen Liberalen die EU drängt, nicht nachzugeben. Wir haben Umfragen. 72% der Ungarinnen und Ungarn sind dafür, EU-Geld an den Rechtsstaat zu knüpfen. Orbán hat jahrelang die Milliarden aus Brüssel unkontrolliert ausgegeben und seine illiberale Demokratie ausgebaut. Korruption floriert. While building an illiberal democracy, corruption is rampant in Hungary. Von vorweihnachtlicher Ruhe ist auf den Gängen des EU-Parlaments wenig zu spüren. Nervös stimmt dieser Tage nicht nur die Budgetblockade, sondern auch der mögliche harte Bruch mit den Briten zu Jahresende. Nur wenige Tage bleiben für einen Deal. Einen solchen könnten die EU-Abgeordneten bei einer Sondersitzung absegnen, am 28. Dezember. Corona macht ärmer, die Covid-19-Pandemie als Beschleuniger. Darum geht es jetzt bei Sandra Sabo in der Orientierung. Von uns war es das für heute. Ich darf Ihnen noch einen schönen Sonntag wünschen im Namen des gesamten Teams. Dankeschön, auf Wiedersehen.